Hallo Leute, hier ist euer Sakis wieder. Ich wollte schon lange dieses Video machen, weil mich viele fragen, wie, wo, was, warum und so weiter. Und die, warum mich nicht kennen, bin der Saki, bin Grieche, bin 25 Jahre, aus Griechenland bin ich aus Thessaloniki. Wie geht der Grieche eigentlich? Sie sehen, ich bin in Griechenland hier gerade. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, wie gesagt, wie es angefangen hat mit Musik, ja. Ja, wie hat es angefangen? Und zwar war ich da 7, 8 Jahre. Da bin ich immer, bevor ich das erkläre, mein Opa und mein Vater sind alle Musiker. Ja, ich habe auch denen viel zu verdanken. Und wie gesagt, ja, jetzt fange ich mal an. Ich war 7, 8 Jahre alt, da bin ich mit meinem Opa, der hat ja meine Hochzeiten, Konzerte oder was auch immer gespielt. Also er hat Klarinette gespielt. Und ja, da bin ich mal mitgegangen. Da hat er gesagt, komm mal mit, kannst ein bisschen mitkommen, ein bisschen gucken und so. Und ja, auch ein kleines Baby, ich habe mal ein Video von mir gesehen. Da habe ich so ein Keyboard gehabt, so ein Spielzeug-Keyboard mit so einem Mikrofon dran. Also das war schon vielleicht von Gott da oben, vielleicht wer weiß, was er oben will, auf jeden Fall. Ja, bin ich mitgegangen, habe mir dann alles angeguckt und so. Und irgendwann, wo ich dann 8 war, so, habe ich dann natürlich, war ich ein bisschen älter, war ich ein bisschen, ja, mehr interessiert für Musik. Ja. Da bin ich dann immer zum Schlagzeug gegangen, habe mich daneben gesessen und dann habe ich halt immer so einen Stick bekommen hier, sowas hier. Und da habe ich dann immer trommeln dürfen daneben und auf jeden Fall, ja, dann hat es begonnen, habe langsam gelernt, wie die Melodien und alles und so weiter, die Takte habe ich gelernt von ihm und also keine richtige Unterricht, sondern immer nur samstags, wenn wir halt live weggegangen sind. Ja, ja, und ja, so habe ich dann angefangen mit Schlagzeug auf jeden Fall. Dann, ja, habe ich halt so gut gekannt und gekonnt, dass ich dann ja, angefangen habe mit einer Band zu spielen. Mein Opa dann, also eine Band gegründet, haben dann überall gespielt, da war ich schon 12. Und dann habe ich auch gleichzeitig gelernt Keyboard, griechische Geige. Und der Buka ist ja arabische Trommel, ja, und Percussion, also es gehört eigentlich zu Percussion dazu, diese Trommel, und das kann ich mittlerweile auch, ja, habe auch mit vielen Künstlern gespielt, also griechische, vor einer Vorgruppe zum Beispiel, wo ich auch mal gesungen habe vorher und so weiter, also das ist schon alles vorgekommen, so, und sonst überall, wo mir, wo sie mich buchen, da gehe ich natürlich hin, also sei es Köln, sei es Schweiz, ist egal wohin. Und ja, wie gesagt, viele fragen mich jetzt, du kannst so viel singen, so viele Sprachen singen. Ich habe, wie gesagt, ich habe mit Griechisch angefangen, wie jeder Grieche, nur Griechisch gekonnt. Griechische Geige, dann Schlagzeug, also eigentlich nur Griechisch gespielt. Ja, dann irgendwann mal habe ich eine arabische CD bekommen, also so eine CD, wo arabische Musik drauf ist und so. Hat mir sehr gefallen, weil der Sänger Hakim drauf war. Der Sänger Hakim in Ägypten ist auf jeden Fall wirklich ein Superstar, super, riesen Superstar, auch in Italien und in Griechenland kennen viele und also wirklich das ist richtig berühmt. Und der kam nach Stuttgart damals und seitdem wir nach Stuttgart gekommen sind, ich habe ihn gesehen, das war beim Sommerfestival der Kulturen, ja, da hat es dann begonnen, habe ich dann ein Keyboard genommen, habe dann gespielt, die Melodien von ihm, habe immer alles nachgespielt, habe die Musik auch spielen lassen, habe dann nachgespielt und alles. Irgendwann habe ich dann angefangen zu schreiben, ja, seine Lieder, ja, und mit Kopfhörern saß ich mal, mein Lehrer sagt, es geht jetzt mal, wenn ich die Schule besuchen gehe, da sagt er immer, wir waren ja auf Klassenfahrt kann man sagen, für ein paar Tage, und wir haben das Schiff genommen und draußen war natürlich 40 Grad, und was mache ich? Ich sitze unten im Schiffsinnere und Kopfhörer rein und höre Hakim. Und dann habe ich geschrieben, ich habe so einen Blog gehabt und habe alle Lieder mal geschrieben. Da war ich wirklich, wirklich verrückt. Also ich habe nonstop nur Hakim gehört. Also man hat dann, mittlerweile haben die gesagt, ey, ich will den nie wieder hören. Und ja, so hat es begonnen. Habe ich das erste Lied geschrieben, das heißt Ja Elbi. Und dann immer so weiter. Für mich war es nicht schwer, weil sobald du ein Lied kannst, kannst du den Rest eigentlich auch. Das ist eigentlich nicht so wirklich schwer. Wie gesagt, das ist einfach ganz leicht gewesen. Und ja, dann habe ich das gemacht und habe mir auch ein paar kleine Konzerte gegeben, so Familie, so, da kamen mal 10, 20 Leute so. Wir haben früher ein Lokal gehabt, ein großes Lokal, und
Da habe ich immer so einen Raum gehabt, durfte ich machen, was ich wollte, Lichter ausprobieren. Ich hab, mein Hobby ist auch Lichttechnik, Tontechnik, mache ich auch sehr gerne, habe auch viele Filter in der Garage drin. Und oder im Keller kann man sagen, alles verstaut. Und ja, deshalb wie gesagt einfach so gekommen. Und seitdem arabische Musik, ja, ich habe schon ein paar Auftritte im Arabischen, aber jetzt nicht so wie viel Griechisch natürlich. Auf jeden Fall sehr gut, ja, könnt auch meine Videos sehen dann, wenn ihr Lust habt, in meinem Kanal da. Auf jeden Fall, ja, dann seit 2002 ungefähr habe ich einen Zirkus kennengelernt, Zirkus Piccolo, der kam immer nach Gerlingen, wo wir jetzt wohnen. Und da bin ich einfach hingegangen, ganz normal, das Kind, gibt schon Zirkus natürlich. Und da bin ich dann, ja, jeden Tag hingegangen und jeden Tag wirklich da, also fast wirklich täglich. Wirklich täglich. Und dann nochmal durfte ich halt umsonst rein, ja. Doch, da habe ich mal abbauen geholfen, alles und weiter hat man immer Popcorn bekommen umsonst und alles. Und auf jeden Fall, ja, war viele schöne Zeiten. Dann aber habe ich, wo diese Bollywood-Filme rausgekommen sind, das war, das 2005, glaube ich, war das. Das war der erste Film, Kabhi Khushi Kabhi Gham. In guten und schweren Tagen heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und da hat dann diese Künstlerin Vertikalseil gemacht, so ein Seil, wo sie ihre Kunststücke gemacht hat, und dann hat sie das Lied Sula Chamatam laufen lassen. Problem war das, ja, weil ich Leute halt gut kannte, ja, das Problem war das, sie hat immer bis zur Mitte, ihre Nummer war halt immer bis zur Mitte des Lieds, es waren vielleicht 3 Minuten ihre Nummer, und diese 3 Minuten, das Lied geht ja normal 7 Minuten ungefähr, ich weiß nicht. Und diese 4 Minuten, was nicht da waren, das hat mich irgendwie so, ich will das ganze Lied hören, habe ich immer gesagt. Dann habe ich mal dem Chef gefragt, ob ich die CD ausleihen konnte. Der hat es mir natürlich geschenkt, klar, wir kennen uns halt, da haben uns so lange gekannt. Und da habe ich ja, wie gesagt, das Lied zu Hause, war ich zu Hause, einen Kassettenrekorder rein oder Radio, und dann 50 Mal am Tag habe ich es gehört, also wirklich nonstop. Und ja, bis ich dann irgendwann mal fast auswendig konnte, aber dann habe ich mir gedacht, warum kann ich, probier mal aus, ne? Und da habe ich mir Karaoke-Sitz bestellt und alles. Und ja, habe einfach so auf Spaß gesungen, so, ja. So nachgeäfft. Ich habe auch wirklich mal ein paar Aufnahmen, denkst du, also schlimm. Aber gut, ich habe so angefangen, so fängt man auch an normalerweise. Und da habe ich angefangen, ja, und da habe ich die ersten 3 Lieder gekannt, Kalhona Ho, Sula Chamatam und Pretty Woman. Das war dieses peppige Lied, Pretty Woman. Und ja, und nochmal, ist halt mehr geworden, haben wir Filme gekauft und noch mehr CDs. Ich bin eigentlich mehr für Musik interessiert, also mehr für die Lieder, für die Songs, anstatt jetzt für Filme. Natürlich habe ich alle Filme, aber was von Shah Rukh Khan ist. Aber sonst mehr die Musik eigentlich, ja klar. Und ja, so hat es angefangen mit Bollywood. Und jetzt komme ich zu meinem Teil, wo ich sage, viele fragen, wie hast du angefangen, wer tut dich engagieren und so weiter, kann ich genau sagen. Und zwar, das Sommerfestival der Kulturen gibt es ja schon seit 2001, glaube ich mal, oder 2000, glaube ich. Und da bin ich eigentlich nach Hakim, seinen Auftritt, bin ich jedes Jahr hingegangen, weil vorher wusste ich das nicht. Und da bin ich immer hingegangen, 2008, 9 und 10 und so weiter bin ich hingegangen. Damals habe ich halt schon Bollywood gekonnt. Und da war ich aber sehr am Anfang noch, ne, 2007, 2008 war das, da bin ich jetzt zum ersten Mal hingegangen. Ja, es war ja gerade mal 3 Jahre, nachdem ich halt Bollywood kennengelernt habe. Das ist halt für einen Griechen, wo halt nur Griechisch kann oder Deutsch, ist halt schwer. Und mittlerweile ist da gleich noch, ist für mich die indische Sprache so leicht, ich höre mir ein Lied an und kann mir sofort, also du hörst einfach die einzelnen Wörter raus. Du weißt jetzt zum Beispiel was, du kannst ja gar nicht erklären, das ist halt so, ja, also jedes einzelne Wort kann man raushören, so ist, und das, so kann man das auch lernen, also ganz leicht, wie Arabisch und Spanisch und alles kann ich auch singen, spanische Lieder, aber bleib ich erstmal zu Bollywood, Spanisch erkläre ich später. Ja, wie gesagt, war ich beim Sommerfest und Kulturen und dann habe ich mitgeholfen, ich durfte auch auftreten sonntags, habe ein Lied gesungen, oder 2 Lieder gesungen, und dann bin ich zu dem indischen Verein gerufen worden, die haben so einen Stand gehabt, ja, der Bharat Majlis Verein, aus Stuttgart sind die, und da habe ich halt, die wollten was, eine Hilfe, und da haben sie mich halt gerufen, ja, und die haben gesagt, geh mal kurz dahin, die brauchen eine Hilfe, ja,
bin ich hingegangen und dann habe ich den geholfen und so habe ich zu dem Mann, weil sie alle Inder waren, habe ich gesagt, guck mal, ich kann auch Indisch singen, gell? Da hat es mir nicht geglaubt, da sagt, ach was, du doch nicht. Und da haben die dann alle umgedreht, weil sie gehört haben. Da hat die Frau gesagt, sing, sing, sing. Habe ich nicht getraut, weil ich wusste, war das richtig, was ich singe oder nicht richtig, wenn für die Aussprache. Und da habe ich halt die ersten paar Wörter von Kutschkus Hotel gesungen. Und dann war es aus und dann haben gesagt, so, die haben mich alle genommen, so, oh, wie geht's und so, woher kommst du? Und dann ging es mal los im Gespräch und alles. Und dann habe ich, da haben die zu mir gesagt, ja, du im Oktober, November und so haben wir Durga Puja Fest und Diwali. Und da wollen wir dich gerne buchen. Die haben mich sofort gebucht. Und so hat es eigentlich angefangen hier in Stuttgart und überall fast war ich jetzt. Also in Deutschland war ich wirklich sehr oft und rumgekommen. So hat es angefangen. Damals war es nur mit zwei Lautsprechern, bin ich hingegangen. War auch okay. Aber dann mit den Jahren siehst du die ganzen anderen so Dinge. Guck mal, du willst schon eine Bühne haben und Lichteffekte und Nebelmaschinen, schönes System. Und das habe ich auch gemacht. Die haben auch dann sehr viele Sachen gekauft. Ich habe auch vieles geschenkt bekommen. Aber viele Sachen auch gekauft, das ist wirklich schön aus mit Lichter und Nebel und richtig, ich mag es halt mehr Show, ja. Und es war halt was Neues für die, weil die kennen das halt nicht so viel, nicht viele kennen das, ja. Für mich heißt die Diwali, oder alle indische Feste, egal wo ich hingehe, was Besonderes eigentlich, und es muss wirklich einmalig sein. Wenn ich eine Show habe, dann will ich wirklich einen Tag vorher aufbauen und wirklich alles perfekt machen. Also mit Lichter und Nebel und was halt alles dazugehört, dass es wirklich unvergesslich bleibt. Ja, und das haben die dann, hat es ihnen gefallen und haben sie mich jedes Jahr genommen und im Zwischenzeit im Jahr, nach den Veranstaltungen vor denen, habe ich auch sehr viele Anfragen gehabt, auch woanders und weiter weg und jetzt, bis jetzt, ja, 2017 war ich schon in Köln, in London war ich schon, das war mega spitze in London, muss ich sagen. Und noch überall. München war mal sehr, sehr oft in diesem Jahr, letztes Jahr sehr oft in München. Überall eigentlich, wirklich. Also diese ganz Frankfurt, in Stuttgart natürlich sehr viele Auftritte gehabt mit Bollywood und das ist halt wirklich was Besonderes. Und damit will ich auch sehr weit kommen. Also egal was auf mich also auf mich erwartet, ja, warte ich halt auch drauf und was kommt, kommt, ne? So ist es halt. Und wie gesagt, wenn es mit Bollywood ist, dann ist es mit Bollywood. Das wäre natürlich für mich mega schön, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich will auch nicht angeben, aber ich glaube nicht, dass es Kriege gibt, wo Indisch sind. Weiß ich nicht, die Quelle ist groß auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, wirklich, ich sag schon mal danke an alle Leute, die mich unterstützen und Freunde, Bekannte und vor allem meine Fans. Manchmal kommen Leute auf mich so, oh, komm, haben sie gesungen damals bei diesem Fest? Ja, ja, aber ich kann nicht irgendwie, ja, schon so was Schönes, wenn man dann, also wenn man Fotos macht mit den Leuten und alles, ist einfach so eine schöne Sache. Und man redet dann über die Musiker in Indien oder über die Filme und alles, das ist einfach schön. Ja, und wie gesagt, mittlerweile kenne ich auch viel die Kultur von denen und so weiter. Man muss halt auch ein bisschen verstehen, man kann nicht einfach nur singen und fertig, sondern man muss die Kultur verstehen. Die Wahl zum Beispiel Lichterfest, da muss man auch ansprechen, dann auch diese Lieder singen. Ich mach's nicht, ich bin eine Ausnahme. Aber sonst, ja. Und was noch? Ja, Spanisch kann ich auch singen, ja, natürlich. Gypsy Kings kennt ja jeder. Mit denen, wie gesagt, mir hat die Musik so fasziniert. Wie gesagt, ich kann es auch, also fast alle Lieder von denen spielen. Und wie gesagt, Spanisch, bin auch sehr rumgekommen mit Spanisch auch. Und viele Festivals gehabt und Straßenfest und alles und das ist halt schön. Ja, also eine Popmusik, so eine richtige peppige Musik ist das. Ja, und wenn ihr was wissen wollt, einfach anfragen oder ruft mich an, die Telefonnummer ist natürlich überall in YouTube drin. Ja, und auf weiteres, ja, bis bald, bin ich immer. Ich mache sicher noch ein paar Videos. Bis bald, ciao, ciao.